Willkommen zusammen zu einer neuen Let's Play-Reihe vom Spiel Police Tactics Imperio, einem neuen, ja, Simulations-Management-Real-Time-Strategiespiel aus dem Hause Astragon. Hat ein bisschen neue Ideen und ich bin deswegen sehr gespannt. Es geht wohl so ein bisschen in die Richtung von Emergency, aber ist dann doch ein bisschen anders wieder. Also, wir schauen einfach mal. Ich habe nur einmal ganz kurz reingeschaut, Spiel quasi blind, weiß aber, dass wir entweder in den USA oder in Deutschland spielen können. Und wir spielen jetzt einfach mal in Deutschland und wählen den Schwierigkeitsgrad normal. Vielleicht sollten wir leicht wählen, wir wählen jetzt einfach mal normal. Vor 20 Jahren versuchte die kriminelle Organisation Imperio die Kontrolle über unsere Stadt zu ergreifen. Und fast erreichte sie ihr Ziel. Durch jahrelange harte Arbeit und Anstrengung besiegte die Polizei diese monströse kriminelle Organisation. Der Leiter der Organisation wurde jedoch niemals gefasst. Trotz des Untergangs des Verbrechersyndikats bestand daher weiterhin die Gefahr, dass Imperio wieder aus seinem Grab herauskriecht. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Die nachfolgende Liquidation von John Croft, des Inspektors, der die Operation gegen Imperio führte, verstärkte die Besorgnis, dass das Syndikat zurückkehren könnte. Zwei Tage nach dem entscheidenden Schlag gegen das Syndikat wurde Croft erschossen außerhalb der Stadt gefunden. Aber es gab keine Beweise, welche die Ermordung von John Croft mit Imperios Gangstern verbinden würden. Die meisten von ihnen wurden zu dieser Zeit schon verhaftet oder waren aus der Stadt geflohen. In den letzten 16 Jahren lebten die Einwohner unserer Stadt in relativer Sicherheit, in einer eher gewöhnlichen Stadt. Die organisierte Kriminalität hat sich in geringem Maße wieder verbreitet, aber nicht annähernd so bedrohlich, wie es Imperio war. Von Zeit zu Zeit breiteten sich Gerüchte aus, dass Imperio wieder aktiv ist, meistens als ein Kapitalverbrechen ungelöst blieb. Glücklicherweise waren diese Befürchtungen unbegründet. Bis zum Tag, an dem das Wohltätigkeitsbankett für GOK, der Stiftung gegen organisierte Kriminalität, stattfand. Okay, also ihr merkt schon. Begrüßen Sie bitte mit mir Herrn Bürgermeister Peterson. Dankeschön, Herr Polizeichef Reese. Ich freue mich, dass so viele von euch entschieden haben, die neu initiierte Stiftung GOK zu unterstützen. Mit Ihrer Unterstützung und der Stiftung werden wir die organisierte Kriminalität so effektiv wie nie zuvor bekämpfen können. Diejenigen von euch, die vor fast 20 Jahren Imperius brutale Krallen gespürt haben, werden sich daran erinnern, wie rücksichtslos und gewalttätig das Leben in unserer Stadt gewesen ist. Aber das hat sich geändert. Rufen Sie einen Krankenwagen! Oh mein Gott! Das ist eine Tragödie. Es scheint, dass Polizeichef Reese erschossen wurde beim Versuch, Bürgermeister Peterson zu schützen. Oh je. Also, das scheint die Story hinter dem Spiel zu sein. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ihr merkt schon, es wurde sich eine Story überlegt. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es mal was Neues ist. Wir müssen nur schauen, 20 Jahre nachdem wie das sein Vater John Croft durch die Folgen der Imperio-Krise getötet wurde, wird Harvey Croft zum nächsten Polizeichef unserer Stadt ernannt. Nach den tragischen Ereignissen während des letztwöchigen GOK-Abendessens, bei welchem Polizeichef Reese getötet wurde, während der Bürgermeister Peterson vor dem Attentatsversuch schützte. Herr Croft, ich bin sehr froh, Sie hier zu haben. Ich weiß, dass es sehr schwer für Sie sein muss, zu uns zurückzukommen, besonders unter den gegebenen Umständen. Obwohl viele Jahre vergangen sind seitdem, Sie wissen, darf ich Ihnen den derzeitigen stellvertretenden Polizeichef Herrn Ducat vorstellen? Er wird Ihnen Anweisungen geben und die aktuelle Situation erklären. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich möchte Ihnen vor allem sagen, dass ich großen Respekt vor Ihrem Vater hatte und vor der Arbeit, die er für unsere Stadt geleistet hat. Ducat. Wir sind damals Partner gewesen und wir vermissen ihn alle immer noch. Dankeschön, Herr Ducat. Ohne ihn hätte die Macht von Imperio nicht so komplett zerstört werden können. Wir hatten mehr als 15 Jahre Frieden, aber die Situation hat sich in den letzten Monaten drastisch verändert. Die Kriminalitätsrate ist gestiegen und einige Einwohner haben sogar entschieden, die Stadt zu verlassen. Die GOK-Stiftung sollte der erste große Schritt zur Wiedererlangung der Kontrolle über die Stadt sein.
Aber jetzt ist die Situation noch schlimmer geworden. Viele Polizisten sind von ihrem Amt zurückgetreten und in einigen Bezirken hat man wochenlang keine Polizeistreife gesehen. Oh je. Wir brauchen sie, um die Leitung der Polizeikräfte zu übernehmen und gegen die Verbrecher in der Stadt sofort vorzugehen. Ihre Arbeit und Ergebnisse in anderen Städten sind bemerkenswert. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Vielen Dank noch einmal, Herr Ducat, für den herzlichen Empfang. Wir sollten dann sofort anfangen. Sie haben recht. Wir haben genug geplaudert. Ich habe bereits zu viel Ihrer Zeit verschwendet und Sie werden im Polizeipräsidium erwartet. Bitte melden Sie sich bei Herrn Kriminalwachtmeister Smith. Er wird Ihnen die Situation erklären. Auf Wiedersehen, Herr Croft. Wir zählen auf Sie. Das ist unsere Mission. Na endlich. Ich habe Sie erwartet. Geht noch weiter. Entschuldigung für die Eile, Herr Croft. Die letzten Tage sind für mich die Hölle auf Erden gewesen. Genauso wie für alle unsere Polizisten, die noch da sind. Es ist gut, dass Sie bei uns sind. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Herr Polizeichef Ducat hat mir die Situation erklärt. Dann werden wir Sie auf den neuesten Stand bringen. Ich glaube, dass der Bürgermeister Ihnen schon einen schnellen Überblick über die Situation gegeben hat. Die Kriminalitätsrate ist in den letzten zwei Wochen drastisch gestiegen. Es scheint, als ob alle kriminellen Elemente gewartet haben, um uns gleichzeitig anzugreifen. Ich habe niemals gedacht, dass es schlechter sein kann, aber hier sind wir stark unterbesetzt und ohne die notwendige Ausrüstung. Seit Jahren haben die Finanzen der Stadt kein ausreichendes Budget ermöglicht. Jedenfalls müssen wir die Situation wieder unter Kontrolle bringen. Heute ist ein ziemlich ruhiger Tag im Vergleich zu den vorigen Tagen. Ich muss dringend meinen Arbeitstisch verlassen. Gehen wir raus und ich zeige Ihnen alles. Herr Croft, Ducat hier. Smith wird die Tour durch den Bezirk Innenstadt mit Ihnen machen. Unser Hauptsitz befindet sich zwischen all den Geschäften und Bars, Clubs und Kinos. Mit all der Polizeipräsenz gab es dort eine niedrige Kriminalitätsrate. Natürlich gibt es nachts gelegentliche Schlägereien, meistens zwischen Betrunkenen. Vor kurzem hat ein Typ namens Tony Verone unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Obwohl er ein kleiner Fisch ist, muss er der größte in der Innenstadt sein. Sein Geschäftsbereich umfasst Bestechung, Überfälle und Einschüchterung der Geschäftsinhaber. Wir nennen ihn der italienische Jobber. Bis jetzt machen Sie so beruflich? Ich bin italienischer Jobber. Ich machen, aber ich höre, dass Sie deshalb hier sind. Vielleicht können Sie die Beweise sammeln, die erforderlich sind, um ihn zu verurteilen. Bestimmt können wir das. Okay. Jetzt muss ich das erstmal klicken. Ich nutze aber die Gelegenheit kurz, um anzumerken, ich finde die Story ein bisschen lang jetzt am Anfang, vor allen Dingen, weil das ja nicht animiert ist oder so, sondern eher so in so einem Comic quasi dargestellt ist. Immerhin, es gibt Sprecher, das ist ja eigentlich ganz cool. Nur, da ist man dann natürlich immer so ein bisschen in der Zwickmühle, um es mal so zu sagen, weil es ist vielleicht nicht ganz spannend, das so immer zu verfolgen. Aber es gehört halt dazu und deswegen bleibt's im Let's Play. Vielleicht wolltest du dann einfach überspringen. So. Und jetzt fehlt der Sprecher. Willkommen bei Police Tactics. Ich führe Sie durch die Grundlagen des Spiels. Wenn Sie auch ohne die Ratschläge zurechtkommen, können Sie oben rechts auf das X klicken, um die Einführung zu überspringen. Wenn Sie mal den Überblick verloren haben, können Sie die Schaltfläche Fokussieren nutzen, sofern verfügbar, um zum Ort der Einführung zurückzuspringen. Drücken unten rechts auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Ja, da war wohl kein Platz mehr für das Sie. aber gut. So, fangen wir mit der Kamerasteuerung an. Bewegen Sie. Ja gut, das ist jetzt alles relativ selbsterklärend. Kamera drehen, zoomen. So, das kann man hier auch mit Plus und Minus. So. Wieso? So. Im
Bereitschaft. Wie kann ich helfen? In Bereitschaft. So, super. Wunderbar, wenn die Kamera mal nicht die gewünschte Einheit zeigt, können Sie mit der Space-Taste auf... Mich nervt das jetzt gerade, dass das nicht... Ja, gut, egal. Aus ausgewählten Einheiten können Sie Gruppen erstellen, indem Sie Steuerung-Taste... Wie kann ich helfen? Bereit. Gedrückt halten, Zifferntaste und eine Zifferntaste drücken, okay. Also... Zu Diensten. Wählen Sie die beiden Polizisten aus. Wie kann ich helfen? Okay, jetzt ist es eine Gruppe. Klasse, Sie können Ihre Gruppen und unbeschäftigten Einheiten in der unteren rechten Bildschirmecke im Blick behalten, indem Sie auf ein Gruppensymbol klicken oder die entsprechende Gruppentaste mehrmals drücken, können Sie die Kamera auf die jeweilige Gruppe fokussieren. Das ist also die Fokussieren-Taste. Damit geht's dann. Ja? Okay. Interessant, interessant. Jetzt steigen wir mal ins Polizeiauto ein. Zu Diensten. In Bereitschaft. Ah, wir müssen. Bereit. Mit der rechten. Sehr schön. Hin und wieder werden natürlich auch Verbrechen begangen. Das ist unvermeidbar. Wer hätte das gedacht? Diese Verbrechen verringern das Sicherheitsgefühl. In der Stadt. Ein hohes Sicherheitsgefühl bringt uns mehr Einnahmen und ein besseres Ansehen beim Stadtrat. Wer finanziert denn das höhere Sicherheitsgefühl? Der Stadtrat, oder was? Öffnen Sie die strategische Ansehen. Oh, haben Sie gut gearbeitet. Kriegen Sie noch ein bisschen mehr Geld von den aus dem Rathaus. Öffnen Sie die strategische Ansicht, um die jeweiligen Sicherheitsbewertungen zu sehen. Okay, machen wir. Nein? Zurück. Zum Spiel. Irgendwie nicht so ganz. Hier. Wie Sie sehen, werden die Gebäude in Ihrem Bezirk entsprechend ihrer Sicherheitsbewertung farblich markiert. Grün und bedeutet hohe Sicherheit, während Rot auf eine sehr niedrige Sicherheitsstufe hinweist. Um das Vertrauen der Bürger wieder zu erlangen, müssen wir Präsenz demonstrieren. Das erreichen Sie, indem Sie Streifendienststrecken im ganzen Stadtgebiet einrichten. Polizeistreifen steigern die Sicherheit in ihrer direkten Umgebung. Oh, was ist denn los? Lesen ist auch eine schwere Sache, ne? Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die hervorgehobene Schaltfläche. Um den. Wie kann ich helfen? Was ist denn die hervorgehobene Schaltfläche? Ja. Bereit. Klicken Sie mit der auf die hervorgehobene. Achso, hier. Okay. So. Jede Streifeneinheit benötigt eine Strecke, die sie abfahren soll. Sie können den Streifen im Streifendienstmenü verwalten, das Sie unten links finden. Okay. Ich muss es vermutlich vorlesen, dann könnt ihr euch zurücklehnen und lauschen. Momentan ist das Menü noch leer, da Sie noch keine Streife haben. Um eine neue Streife zu erstellen, müssen Sie eine andere Ansicht öffnen. Hier fehlt mir echt so ein Sprecher, ne, der mir das alles so vorlabert. Da wurde direkt in Anfang alles an Budget für den Sprecher rausgehauen und da war für das Tutorial nichts mehr übrig. Schade. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die hervorgehobene... Okay, ja, und jetzt machen wir hier neue Streifendienststrecke. Nennen wir das mal. Sie sollen mal hier auf der Groove Street. Groove 1. Nennen wir das jetzt mal. Die haben ja immer so Codenamen. Deswegen tun wir jetzt einfach mal so, als ob wir auch hier so einen Codenamen hätten. So. Bestehende Wegpunkte. Ja, so, da haben wir den Salat. Was machen wir denn? Zu Diensten. Also, Wegpunkt hinzufügen. Irgendwie läuft noch nicht so ganz hier, ne? Hier können Sie Ihren Streifen einen Namen geben, den Typ auswählen,
und entsprechende Wegpunkte festlegen. Jeder bestehende Wegpunkt wird in einer Liste angezeigt, wo Sie neu anordnen oder löschen. Sie benötigen mindestens 2 Wegpunkte, um eine Strecke zu erstellen. Sobald Sie genügend Wegpunkte festgelegt haben, können Sie auf Änderung speichern klicken. Okay, dann wollen wir jetzt mal... Mit der linken Maustaste platzieren Sie Wegpunkte hier rechts. Okay. Ah, okay. Ja, dann machen wir jetzt mal hier so. Zup. Hier ist ja alles so ein bisschen. Ne? Zurück. Den 5 will ich auch nochmal. Nee. Stopp. Scheiße, ich will... So. Perfekt. So ist jetzt also die Streifenstrecke. Ist so ein bisschen wie City Skylines, wenn man so eine neue Linie erstellt oder sowas, ne? Ah ne, das war Cities in Motion. Oder keine Ahnung, wenn man... Ja, keine Ahnung, sowas halt. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, das ist jetzt die Groove 1. Groove 1, bitte komm. So. Menschenskinder, da haben wir ja schon ordentlich was geschafft. Jetzt weiß ich nur gerade nicht ganz, ob das Polizeiauto... Okay. Ja? Das war hier, ne? Ja. Ist jetzt fertig und Sie können Ihr Polizeiauto auf der Strecke zuweisen. Wählen Sie dazu das Auto aus und geben Sie ihm im Auswahlmenü einen Befehl. In Bereitschaft. Hier, so, das kriegen wir auch ohne Menü hin. So. Jetzt wollen wir hier in die strategische Ansicht wechseln, okay. Verstanden, sind unterwegs. Ah, okay. Ich muss mich eben um ein paar andere Sachen kümmern und bin gleich wieder zurück. Machen Sie sich in der Zwischenzeit mit der Steuerung und Ihren Einheiten vertraut. Klicken Sie auf Weiter, um das Tutorial abzuschließen. Okay. Haben wir denn noch mehr Einheiten? Ich glaube nicht, oder? Nee. Haben wir nicht. Oder? Was ist das hier? Doch, haben wir doch. Drogenhandel wurde gemeldet. Oh, ach du Scheiße. Jetzt geht das los hier mit dem Drogenhandel. Gut, wo ist hier eigentlich das Pause-Menü? Das fehlt mir jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen. Geht immer weiter, ne? Naja, gut. Also, ich hoffe, euch hat es schon mal ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr steckt jetzt alle mittendrin in der Story von Police Tactics Imperio. Ich glaube, wir sollten das auf mal dem Weg zum Tatort schnell machen. Sonst wird das nix. Ja, es wird jetzt hier ein bisschen lustig und wir fangen jetzt irgendwie an mit dem Spiel hier. Benötige dringend Verstärkung. Okay, wir brauchen dringend Verstärkung. Wo ist denn der Polizeiwagen? Ist der hier auf Streife? Man weiß es nicht. Wo sollen wir denn jetzt Verstärkung hernehmen? Wir haben keine Verstärkung. Zu Diensten. Bestätigt. Ja, das können wir leider nicht reinzoomen. Eigentlich wollte ich gerade die Folge beenden. Zu Diensten. Oh, jetzt wird's aber hier fricklig. Ja. Haben wir noch. Wir haben nur einen mittleren Streifenwagen. Hoi, hoi, hoi. Zu Diensten. Unterwegs zum Tatort. Zu Diensten. Unterwegs zum Tatort. So, dann sollen die hier mal Angriffsbewegungen machen. Vielleicht gehen wir mal hier raus aus dieser komischen Ansicht und genau. Ach du liebe Zeit. In Ihrem Bezirk wurde gerade ein Verbrechen begangen, wenn Sie das, die Gelbe zeigt Ihnen, wie viel Zeit noch bleibt. Okay, scheint nicht mehr so viel Zeit zu sein.
Die benötigte Kompetenzstufe für das Brechen sehen Sie am oberen Rand. 12. Ja gut, haben wir jetzt leider, glaube ich, nicht, aber ist ja auch egal. Auf weiter. Wenn sich der Tatort nicht im Bildschirm zeigt, Verbrechersymbol durch eine ungefähre Richtung zum Tatort an. Wie Sie sehen, halten sich die Täter noch immer am Tatort auf. Unsere Polizisten müssen eingreifen, bevor sie fliehen können. Wenn Sie sich das Verbrechersymbol anschauen, sehen Sie die Stärke des Verbrechens, der Verbrecher und die Stärke der aktiven Polizeieinheiten. Okay, interessant. Hier fehlt echt ein Sprecher. Wie soll man das jetzt alles begreifen? Wenn Sie einen Mitarbeiter ausgewählt haben und die Maus über das Symbol bewegen, wird Ihnen die Stärke der ausgewählten Einheit angezeigt. Sie sehen unter dem Symbol auch das Stärkeverhältnis im Vergleich mit den Verbrechern. So wissen Sie ganz einfach, wenn Sie genügend Polizeibeamte ausgewählt haben, um die Täter hochzunehmen. Ihre Mitarbeiter verfügen über 6 Kompetenzen, die in verschiedenen Situationen eingesetzt werden. In dieser Verbrechensphase wird die Streifendienstkompetenz benötigt. Die einzelnen Kompetenzen werden Ihnen später noch genauer erklärt. Ja, hoffentlich. Im weiteren Spielverlauf kann es sinnvoll sein, stärkere Polizeibeamte einzusetzen, um Kriminelle zu fassen. Um Ihre Geschwindigkeit... Wie kann ich helfen? Wie kann ich denn jetzt hier die Kompetenz... Bereit! Die sollen jetzt hier mal... Wie kann ich helfen? Verstärkung dringend benötigt. Wie kann ich helfen? Benötige dringend Verstärkung. Ja, gibt's jetzt aber mal nicht. Hände hoch, sofort. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir hier tatsächlich noch einen Mega-Einsatz hier. So, und jetzt? Zack. Der Fall ist abgeschlossen. Ja. Da ist auch schon der Großraumwagen hier. Komm dann einfach... Die Täter sind in Gewahrsam. Wenn sich Verbrecher ergeben, nehmen sie ihre Polizisten automatisch fest und ein Gefangenentransport übernimmt den Rest. Passen Sie aber auf, in einigen Fällen geben die Verbrecher nicht auf oder unternehmen einen Fluchtversuch. Wenn Sie einen Fall lösen, erhalten Sie Rufpunkte als Belohnung, die Sie am Tagesende in Bares umwandeln können. Cash auf der Kralle kriegst du es am Tagesende. So, eine ihrer Einheiten hat genug Erfahrung gesammelt, um sich dadurch eine Beförderung verdient. Wenn die Einheit befördert wird, können sie einen Kompetenzpunkt in eine der 6 Grundkompetenzen investieren, um verschiedene Aspekte ihrer Mitarbeiter besonders auszuprägen. Verfügbare Kompetenzpunkte können sie im Personalmenü einsehen. Okay. Zu Diensten. Da möchte ich jetzt mal gerade einen Kompetenz... Ach ne, konnte ich jetzt gar nicht. Mitarbeitername, gesammelte Erfahrung, Lebenspunkte, halt eine Auszeichnung, 0. Okay, das sind hier die ganzen Kompetenzen. Was nehmen wir denn? Eindämmung, Streifendienst... Spezialtaktiken, Kriminaltechnik, Mittlungsarbeit. Ne, das ist alles noch Quatsch. Ah, hier machen wir es. Okay, dann kriegt er jetzt Eindämmung. Okay. Also, ihr seht einiges los. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem etwas anderen Emergency, sage ich mal, in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.